Jetzt rückblickend, wenn du mich jetzt fragst, wie es mir jetzt geht, dann sage ich natürlich, hey, zum Glück bin ich nicht nach Italien gefahren, denn das hätte schon ganz, ganz böse ausgehen können. Wir in Deutschland stehen ja derzeit noch am Anfang der Epidemie. In anderen Ländern in Europa sieht das ganz anders aus. In Italien und Spanien sieht es richtig schlecht aus. Zwei Fußballmannschaften aus genau diesen beiden Ländern haben Ende Februar ein Fußballspiel abgehalten. Das war einmal Atalanta Bergamo und auf der anderen Seite der FC Valencia. Vor diesem Spiel gab es in Europa so gut wie keinen einzigen Corona-Fall. Danach auf einmal sehr viele und sehr, sehr viele rund um Bergamo. Da sagen jetzt einige, ja, das war dieses Spiel. Bei diesem Spiel haben sich halt zigtausend Menschen angesteckt, weil sie auf engstem Raume miteinander gejubelt haben, womöglich auch ein bisschen gespuckt haben. So, es gibt einen Menschen im Funkkosmos, der kennt sich in Sachen Fußball so aus wie kaum ein zweiter. Und er heißt Manu Thiele und er war kurz davor, zu genau diesem Spiel zu fahren und hat es dann gerade nochmal so nicht gemacht. Hallo Manu. Hi, grüß dich. Schön zusammengefasst. War das eine göttliche Eingebung? Hattest du auf einmal das Gefühl, oh Gott, nee, da irgendwas, oh Gott, ich bleibe lieber zu Hause? Oder was war da los? Das ist erstmal ein wirklich schönes Wortspiel, denn Atalanta Bergamo hat ja sogar den Spitznamen Die Göttin. Ja, am Ende lag es tatsächlich so ein bisschen daran, dass ich einfach keine Zeit hatte. Also ich wohne in München, also der Weg wäre jetzt nicht so weit nach Mailand gewesen, um dahin zu fahren. Ne? Und man muss dazu sagen, das war das größte Spiel, wenn man so will, in der Vereinsgeschichte von Atalanta Bergamo. Die gesamte Stadt ist dahin gefahren und die hatten alle Bock auf Fußball. Ne? Und am Ende ist es halt auch ein super Fußballfest gewesen. Also viele Leute, die geschrien haben, viele Tore sind gefallen, ein großartiger Sieg für Atalanta. Und als ich das im Fernsehen gesehen habe, dachte ich mir schon, ah Mist, schade, dass ich nicht mit dabei war. Ja, und dann hast du aber kurze Zeit später das mitbekommen, was wir alle mitbekommen haben, nämlich in Italien geht's richtig ab, auf negative Art und Weise. Und vor allem die Lombardei, also die Region rund um Bergamo, brutal, was da passiert. Wie ging's dir dann, als du das mitbekommen hast? Da warst du wahrscheinlich sehr froh. Ja, ich habe es erstmal überhaupt nicht mit Fußball irgendwie in Verbindung gebracht. Denn auf der einen Seite natürlich ganz Italien war davon geschockt und es gab ja viele Fälle in ganz Italien. Ich habe das überhaupt nicht im ersten Blick oder im ersten Augenblick gemerkt. Was ich gehört habe, war, dass dieser Patient Null in Italien oder generell da im Stadion war, das war ein spanischer Journalist, jemand, der erst in Nepal war, dann nach Valencia zurückgekommen ist und dann zum Fußballspiel gereist ist. Und jetzt gibt es natürlich, wie du es angesprochen hast, genau diese Diskussion, ob es denn gegebenenfalls so ist, dass tatsächlich jemand angesteckt worden ist. Die Stadt Bergamo hat gesagt, nee, es ist eher nicht so der Fall. Aber auf der anderen Seite, hey, erst danach gab es eben diese Fälle in Bergamo. Und jetzt rückblickend, wenn du mich jetzt fragst, wie es mir jetzt geht, dann sage ich natürlich, hey, zum Glück bin ich nicht nach Italien gefahren, denn das hätte schon ganz, ganz böse ausgehen können. Ja, was wären denn so, also angenommen, du wärst jetzt hingefahren, angenommen, du hättest dich bei diesem Spiel infiziert, wie sah so dein Alltag danach aus? Hättest du dich eh in dein Studio verkrochen und niemand anders hätte was davon mitbekommen? Oder hattest du viel mit Leuten zu tun? Also mit anderen Worten, können wir alle froh sein, dass du nicht da warst? Hätte ich mich angesteckt, wäre das wahrscheinlich ganz schön düster ausgegangen. Hintergrund ist einfach folgender, dass ich tatsächlich viel unterwegs gewesen wäre, insbesondere im Sportjournalismus und generell in den verschiedenen Redaktionen in München. Ich war bei ProSieben, dort habe ich mit Leuten zusammengearbeitet, die später dann bei DAZN waren. Also das wäre wahrscheinlich so ein Lauffeuer in München gewesen. Und deshalb bin ich total froh, dass das eben dann doch nicht der Fall gewesen ist. Du hättest den Sportjournalismus zum Erliegen gebracht, der ja sowieso dieser Tage womöglich zum Erliegen kommt. Aber darüber sprechen wir ein andermal. Vielen Dank, Manu. Bitte. Trifft euch auch diese fußballfreie Zeit hart? Trifft euch generell die Corona-Zeit hart? Schreibt uns mal gerne was dazu in die Kommentare hier oder auch gerne per Mail, bubbles@funk.net oder aber natürlich wie immer anonym per Telonym. Hier bekommt ihr ein Video mit den Jungs von Worldwide Wohnzimmer zu sehen, denn es geht ja auch darum, die gute Laune zu behalten. Die wissen, wie es geht. Und hier seht ihr ein Video von Manu Thiele, nämlich der FC Sion, ansässig in der Schweiz, hat durch Corona ganz neue Probleme. Was erfahrt ihr dort? Bis dann. Tschüss.